Kerstin Höfges ist Katzenpsychologin. Heute wurde sie in ein Berliner Katzencafé in die Wilmersdorfer Straße gerufen. Höfges, die Katzenpsychologin. Schön, dass Sie hergefunden haben. Ja, gerne. Sie haben mich angerufen. Hier wohnen 5 Katzen und mit einer gibt es ein Problem. Auch wenn Shalimar jetzt ganz entspannt im Körbchen liegt, sie kann auch anders. Das ist hier die Shalimar. Ja. Und die hat sehr scharfe Krallen. Mhm. Und wir hatten es leider schon häufig, dass sie mir, also eigentlich nur mir und meinen Angestellten, ins Gesicht haut. Aber ihre Beweggründe geben Katzen nur zögernd preis. Kerstin Höfges nähert sich vorsichtig dem Problemfall. Eine schnelle Lösung stellt sie nicht in Aussicht. Bis dahin ist Vorsicht geboten. Wenn Katzen sich eingeengt fühlen, wenn es ihnen zu viel wird, wissen sie sich wirksam zu wehren. Das ist schon richtig, dass Katzen viel Freiraum brauchen. Und freilaufende Katzen haben auch riesengroße Reviere. Aber eine Katze, die man zum Beispiel in der Wohnung hält, braucht auf jeden Fall ganz viel Beschäftigung. Und Katzen sind extrem ritualisierte Tiere und können sich zeitliche Abläufe sehr, sehr gut merken. Und wenn man versucht, diese Angebote, die man der Katze gibt, also Fütterungszeiten, Spielangebote, Kuscheleinheiten, alles, was die Katze so braucht und welche Bedürfnisse sie gerade hat, sollte man versuchen, dass man da einen festen Platz in seinem Alltag installiert, wo wirklich nur Zeit für diese Katze stattfindet. Wenn das jetzt nicht stattfindet oder nicht regelmäßig stattfindet, führt das sehr schnell dazu, dass eine Katze frustriert ist. Und dann kann sowas auch schnell mal Verhaltensauffälligkeiten verursachen. Bei der Frage, ob Katzen sich wirklich ausschließlich zum Stubentiger eignen oder das Abenteuer Freiheit für ihr Seelenglück brauchen, da scheiden sich bei Tierfreunden die Geister. Nein, definitiv nicht. Katzen sind keine Einzelgänger. Wenn, dann sind sie Einzeljäger. Und durch dieses Einzeljäger ist sehr schnell der Eindruck entstanden, dass Katzen auch Einzelgänger sind. Das ist aber definitiv nicht der Fall. Katzen haben eine sehr hohe soziale Kompetenz und pflegen auch sehr gerne und häufiger mal den Kontakt zu Artgenossen. Da wird sich gegenseitig begrüßt mit einem kleinen Nasenstupser, auch mal das Köpfchen aneinander gerieben oder Fellpflege betrieben. Manchmal wird auch in sehr geringer Distanz voneinander gefressen. Also sehr viele soziale Kontakte und das kann man natürlich auch in Mehrkatzenhaushalten beobachten an Verletzungen. Und sie sind sehr streunerhaft unterwegs. Kastrierte Kater werden ruhiger, sie ziehen sich etwas mehr in den häuslichen Bereich zurück, beschränken sich auf ihr eigenes Revier und finden sehr oft einen attraktiven Zeitvertreib im Futter. Und das ist eher der Grund dafür, weshalb kastrierte Kater zu Übergewicht neigen. Aber es ist nicht nur die Quantität des Futters, auch die Qualität ist entscheidend. Jens